Ja, vielen Dank an die Singgruppe Heiter bis Wolkig. Das war jetzt eine schöne Einstimmung. So beginnt man gerne einen Abend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier im Kultursaal in Bischofshofen im Baumgau und in den Wohnzimmern sowie Krankenbetten via Livestream. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Abend und begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Christengemeinden des Baumgaus im Salzburger Land. Mein Name ist Helmut Hart Strehmeier, ich komme aus St. Johann im Baumgau und besuche die Christengemeinde in der Venediger Straße 4. Vorige Woche haben wir einen gewaltigen Sternschnuppensturm erlebt von Professor Dr. Schimmel, der als eingefleischter Physiker uns geholfen hat, dass wir alle endlich einmal über unsere bisherigen Tellerränder hinaus geblickt haben und uns getraut haben, dass wir uns Gedanken machen über den vermeintlichen Urknall hinaus. Die Naturgesetze, haben wir gehört, sind so exakt abgestimmt, wie wenn ein Scharfschütze am Rande des beobachtbaren Universums eine 1-Cent-Münze hier auf der Erde treffen würde. Und da ist der ideale Abstand Erde zur Sonne und die Erdachsenneigung von 23,5 Grad, damit wir die Jahreszeiten hier auf der Erde haben, noch gar nicht eingerechnet. Bei diesen Fingerabdrücken Gottes haben wir einen Eindruck bekommen, dass das Universum vielleicht extra von Gott für uns Menschen geschaffen wurde. Vielleicht auch, dass wir jetzt Gott in dieser Schöpfung erkennen könnten. Und es wäre irgendwie toll, wenn sowas in der Bibel stehen würde. Ja, und sowas steht in der Bibel. Auch, dass Gott uns Menschen bereits gefunden hat und dass wir nicht im Universum zu suchen brauchen, hat mich fasziniert. Und es wäre toll, wenn er uns dann einmal besuchen würde, damit wir wissen, dass er uns gefunden hat. Und wir wissen, er hat uns gefunden. Er hat uns schon besucht. Er hat Liebesbriefe, hat er uns zukommen lassen. Ja, es wäre toll, wenn man so einen Brief von ihm lesen könnte. Auch das ist möglich. Wir haben die Bibel und können seine Gedanken an uns lesen. In 2 Monaten wird wieder Weihnachten gefeiert. Mit Jahresbeginn ziehen Menschen oft eine Bilanz über ihr bisheriges eigenes Leben. Und in der Statistik kann man wieder nachlesen, dass die Selbstmordrate wieder gestiegen ist. Danke, dass Sie der Einladung gefolgt sind, um auch unter anderem der Frage nachzugehen, wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube vergeblich, schreibt uns Gott in einem seiner Liebesbriefe. Dass wir über solche Gedanken jetzt konsequent weiterdenken. Es ist ein herausforderndes Gedankenexperiment, die Faszination Bibel. Unser heutiger Vortragender ist Bachelor of Education Markus Wagner aus Werfen im Baumgau. Und wir dürfen jetzt einen Blick hinter die Kulissen dieser sichtbaren Welt werfen. Er ist Ehemann, Vater von 2 Kindern und als Lehrer integrativer Bestandteil der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig. Markus, wir dürfen dich recht herzlich begrüßen und wir ersuchen dich, mit deinem Vortrag zu starten.
Ja, vielen Dank, Helmut, für deine Worte. Es freut mich total, dass ich heute da sein darf, um über Dinge zu reden, die Wirklichkeit von Herzen kommen. Und es freut mich ganz besonders, dass dieser Raum so gefüllt ist und dass ich so vielen Menschen Dinge sagen darf, die mir ein großes Herzensanliegen sind. Und ich möchte heute starten mit einer ganz persönlichen Frage an dich. Meine Frage an dich ist, bitte nicht laut beantworten, sondern nur für dich. Warum bist du eigentlich heute da? Meine Frage ist an dich, was hat dich heute da hergeführt? Da gibt es jetzt ja die verschiedensten Varianten. Manche von euch sitzen jetzt da, weil sie vielleicht immer wieder von so lästigen Freunden so Einladungen kriegen. Du denkst ja, dann komme ich heute jetzt lieber mal mit. Mache ich. Okay, wenn du heute wegen dem Grund da bist, freut mich. Schön, dass du da bist. Vielleicht bist du da, weil du einfach durch die Straßen spaziert bist und ein Plakat gesehen hast und gedacht hast, Faszination Bibel, ja spannend, ich höre mir einfach einmal an, was diese Christen da so sagen wollen. Und wenn du aus dem Grund da bist, wunderbar. Vielleicht bist du da aus Tradition, weil für dich das schon normal worden ist, dass du zu den heiligen Zeiten und immer wieder mal im Herbst mitkommst, mit deiner Familie, mit deinen Bekannten. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Ich wünsche mir eins für diesen Abend. Ich wünsche mir, dass du für dich die Bereitschaft mitbringst heute, dass du sagst, ja, das, was ich heute her, das darf in mir was bewegen. Ja? Das darf in mir drinnen irgendwas anrühren. Weil wenn du von oben einer kommst und sagst, eigentlich ist mir völlig egal, was die da heute sagen, interessiert mich sowieso nicht, ja, dann ist eigentlich vergeblich, was ich jetzt sage. Und das möchte ich dir heute bitten, dass du sagst, okay, ich gebe dem Abend eine Chance. Ja? Ich gebe dem eine Chance, was wir heute da so besprechen. Ich denke zumindest drüber nach. Das war so mein Wunsch, dass keiner heute rausgeht und sich dann denkt, es war umsonst. Darf eigentlich mein Glaube hinterfragt werden? Darf eigentlich das hinterfragt werden, was ich mir so vorstelle unter Wahrheit, unter wie ist Gott? Oder muss alles immer so gleich bleiben, wie es immer schon war? Ganz wichtig, am Anfang möchte ich das erwähnen, mir geht es halt nicht um irgendeine Zugehörigkeit, um irgendwelche christlichen Gruppierungen. Mir geht es ganz persönlich um die Botschaft, wie ich glaube, von Gott an dich. Das ist mein Wunsch, dass du nach dem Abend da ein bisschen drüber nachdenkt hast. Wir haben wir auf dem Plakat stehen eigentlich zwei Teile und in diese zwei Teile möchte ich ja den Vortrag einteilen. Erstens Faszination Bibel. Wir wollen einfach schauen, was ist eigentlich so faszinierend an der Bibel? Und da gibt es einige Fakten und Zahlen und Tatsachen, die völlig unabhängig davon sind, ob ich das glaube oder ob ich das wichtig finde, die einfach da stehen. Gell? Schauen wir uns dann an. Und das zweite ist dieses Gedankenexperiment. Was wäre, wenn es stimmt, was in der Bibel steht? Welche Auswirkungen hätte das auf mich, auf die Menschheit ganz allgemein? Und dazu lade ich jetzt ein, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Und ich freue mich, dass du bereit bist, diese Dinge dir halt umzuhören. Wir starten in dieses Thema Faszination Bibel. Und wie ich schon erwähnt habe, die Bibel ist faszinierend, ob du das wüsst oder nicht. Sie ist faszinierend, weil es einfach einige Zahlen und Fakten gibt, die unübertroffen sind. Die Bibel ist absolut und außer Frage der Bestseller, der jemals über diese Ladentheken gegangen ist dieser Welt. Einige Fakten. Die Bibel, also die komplette Bibel, Altes und Neues Testament, ist die Zahlen, die ich da bringe, sind alle aus dem Stand Anfang 2023, das heißt sehr aktuelle Zahlen, aktuell in 733 Sprachen übersetzt. Da denkt sich gleich mal, hier gibt es überhaupt so viele Sprachen? Es wird nur faszinierender. Teile der Bibel, da geht es hauptsächlich ums Neue Testament oder auch um das Johannesevangelium, sind in 3610 Sprachen übersetzt. Kann man sich das vorstellen? Kein Buch dieser Welt wurde jemals in so viele Sprachen übersetzt. Ja, bei diesen großen Zahlen sind sogar Sprachen dabei, die extra
für die Bibel eine Schrift entwickelt haben. Es gibt zum Beispiel in Afrika viele Sprachen, die einfach gesprochen werden, wo es gar keine Schrift gibt dazu. Und es gibt Menschen, die gesagt haben, wir wollen, dass diese Menschen auch die Bibel lesen können und haben sogar mit diesen Menschen dort gemeinsam begonnen, Schriften zu entwickeln, damit man die Bibel in der eigenen Muttersprache lesen kann. Faszinierend. Vielleicht so, dass man das ein bisschen einordnen kann in einen Rahmen. Das Buch, das am an zweiter Stelle steht, gibt es ja einfach ein Ranking, eine Liste, welche Bücher sind in wie viele Sprachen übersetzt. An zweiter Stelle steht das Buch Der kleine Prinz, übersetzt in 380 Sprachen. An dritter Stelle, finde ich total witzig, Die Abenteuer des Pinocchio, in knapp über 300 Sprachen übersetzt. Die erste Frage, die oft aufkommt, ist ja, was ist zum Beispiel mit Harry Potter? 80 Sprachen. Harry Potter ist in 80 Sprachen übersetzt. Man sieht also, wir sind weit weg von der Bibel. Faszinierend, oder? Eine faszinierende Tatsache. Ich habe schon gesagt, der absolute Bestseller. Jedes Jahr wird die Bibel oder Teile der Bibel 30 Millionen Mal gedruckt. 300 Millionen Mal gedruckt. Absoluter Bestseller, das wurde noch nie übertroffen und es ist jedes Jahr wieder die Bibel an der ersten Stelle, was die Auflage betrifft. Gell? Wie oft die Bibel einfach gedruckt wird. Faszinierende Tatsache über die Bibel ist, dass die Bibel von 40 Personen geschrieben worden ist und diese Personen total unterschiedlich sind. Wir finden einen Adoptivprinz namens Mose. Wir finden einen militärischen Oberbefehlshaber, den Josua. Wir finden einen Ministerpräsident, Daniel. Wir finden einen Vorkoster, den Nehemia. Wir finden den König David. Wir finden einen Hirten, den Amos. Wir finden einen Fischer, Petrus. Wir finden einen Zollbeamten, den Matthäus. Es gibt einen Arzt namens Lukas. Und es gibt einen Zeltmacher namens Paulus. Wir sehen schon, die Bibel hat wahnsinnig verschiedene Personen, die da mitgewirkt haben. Und es ist nicht so eine Linie, na, nicht die Elite hat die Bibel verfasst oder vielleicht ein Gremium an besonders einflussreichen Menschen, die sagen, wir schreiben jetzt was, das wir in die ganze Welt verbreiten wollen. Nein, da hat ein Fischer mitgeschrieben und ein Arzt und ein König und ein Hirte. Wir merken schon, die Bibel ist irgendwie nicht so ganz normal. Sowas habe ich noch nirgends gesehen, dass 40 völlig unterschiedliche Personen ein Buch schreiben. Naja, das war ja noch nicht so dramatisch, dass 40 Menschen sich zusammensitzen und sagen, jetzt schreiben wir ein Buch gemeinsam. Das kann ich mir vorstellen. Aber hast du gewusst, dass die Bibel über 1600 Jahre verbreitet geschrieben worden ist? Das sind über 60 Generationen. Ihr stellt euch mal vor, was war denn vor 1000 Jahren auf der Welt? Völlig andere Kultur. Völlig andere Ausdrucksweise, wie geschrieben worden ist. Völlig anderer sozialer Rahmen. Also wir merken schon, faszinierend, ein Buch von 40 Personen geschrieben, über 1600 Jahren verbreitet. Die Bibel besteht ja eigentlich aus 66 einzelnen Büchern, Briefen. Und auch da ist wieder faszinierend, dass die Bibel keine Standardliteratur ist, sondern die Bibel ist eigentlich eine Zusammenfassung von ganz vielen verschiedenen Literaturgattungen. Wir finden in der Bibel Liedtexte, wie die Psalmen. Wir finden Geschichtsbücher, die sich hauptsächlich mit der Geschichte von Israel beschäftigt. Wir finden prophetische Schriften, die Zukunftsthemen hervorbringen und sagen, das wird passieren. Wir finden Bücher, die eine Art Weisheitsliteratur sind. Man findet ganz persönliche Briefe, wo wirklich einer an seinen Freund einen Brief schreibt. Also faszinierend. Wir finden sogar eine ganze Sammlung an Liebesliedern. Ihr merkt schon, die Bibel ist eine Zusammenstellung von ganz unterschiedlichen Textgattungen. Wie gesagt, 1600 Jahre Verfassungszeit. Und da merkt man schon, die Bibel ist kein normales Buch. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Das Thema Quellen zu historischen Schriften.
Weil der Einwand, der ja ganz oft kommt, dass man sagt, ja, das ist alles schön gut, alles faszinierend, aber wir leben jetzt ja schon 2000 Jahre später. In diese 2000 Jahre sind die Bibel ja schon 10-mal überholt und ist wieder verändert worden und falsch abgeschrieben worden und so weiter. Ich kenne diese Einwände natürlich, gell? Und da möchte ich einfach ein Beispiel bringen. Es gibt ja viele historische Schriften. Es gibt verschiedenste Schriften aus dieser Zeitepoche. Zum Beispiel diese Rolle, geschrieben von Julius Caesar, der Gallische Krieg. Dieses Buch wurde verfasst ungefähr 60 vor Christus. Und die älteste Abschrift, die es davon aktuell noch gibt, kommt aus Ende dem 6. Jahrhundert nach Christus. Wir sehen schon, 60 vor Christus, 600 nach Christus, da ist einiges an Zeitspanne dazwischen. Die historische Wahrheit von dem Gallischen Krieg wird aktuell in den Geschichtsbüchern als absolut zuverlässig gesehen. Man zweifelt nicht dran, ob das stimmt oder nicht. Diese Überlieferung, die der Caesar damals geschrieben hat, die wird für wahr gehalten. Ihr merkt schon, die älteste Abschrift kommt vom Ende 6. Jahrhunderts, ist einiges an Zeit vergangen und es gibt aktuell noch 9 Manuskripte von damals, aus dieser Zeit. Ja? Aus dieser Zeit, Ende 6. Jahrhunderts, gibt es das älteste und dann gibt es noch einige mehr. Mehr gibt es nicht, aber man glaubt, dass das einfach wahr ist, was da geschrieben worden ist. Jetzt schauen wir uns kurz das Neue Testament an. Geschrieben wurde das Neue Testament 45 bis ungefähr 100 nach Christus. Die ältesten Abschriften, die es heute noch gibt, komplett, kommt aus dem 4. Jahrhundert, Teile davon aus dem 2. und 3. Jahrhundert. Und jetzt fasziniert mich das, ja, wie viele Manuskripte gibt es von dieser Zeit noch? Es gibt aktuell 4000 komplette Handschriften des Neuen Testaments. 4000! Noch mehr wird das... Begeistert mich das, es gibt 14.000 Handschriften von Teilen des Neuen Testaments. Das heißt, der historische Wert hinter diesen ganzen Funden ist klar. Man muss das eigentlich historisch für wahr halten, was da geschrieben worden ist. Es ist absolut belegt. Und wenn du halt sagst, naja, aber was in meiner Bibel da steht, das stimmt wahrscheinlich nicht mehr mit dem von damals überein, kann man das ganz einfach prüfen, indem man sagt, okay, wir haben diese Abschriften, wir haben die Bibel heute, wir vergleichen das und sehen, es stimmt überein. Da gucken wir jetzt natürlich wahnsinnig ins Detail, da gibt es faszinierende Funde, immer wieder aktuelle, ganz aktueller Fund. Hat mich selbst jetzt auch wieder total fasziniert, ist dieses Papyrus 53, wie die Archäologinnen und Archäologen das nennen. Man nennt es auch das Johannesfragment. Und dieses Johannesfragment wird datiert, ganz aktuell, ist ein ganz frische Funde, auf 100 bis 125 nach Christus. Das heißt, das ist so richtig aus dieser Zeit. Okay, es ist nur ein mini kleiner Teil vom Johannesevangelium, aber man sieht, es gibt Funde und was man gefunden hat, stimmt mit dem heutigen Text überein. Faszinierend. Die Bibel wagt ganz oft einen Blick in die Zukunft. In der Bibel gibt es ungefähr 6400 prophetische Aussagen. Das heißt Aussagen, die die Zukunft betreffen. Und von diesen 6400 prophetischen Aussagen sind heute absolut klar und ganz sicher erfüllt 3268 erfüllte Vorhersagen. Dass diese Wahrscheinlichkeit, dass so viele Dinge zufällig passieren, ist absolut unmöglich. Da könnte jetzt wieder Dr. Schimmel, aber ich bin einfach nicht so ein Professor wie der, riesige Zahlen euch an die Tafel werfen und sagen, schaut mal, mit so und so hoch und so hoch 10 irgendwas, keine Ahnung, Wahrscheinlichkeit, passiert sowas zufällig. Aber das bin ich nicht, ja, ich bin ein Lehrer. Aber es ist faszinierend. Gell? Es ist faszinierend. Ich möchte ein Beispiel bringen. Ich könnte jetzt 3268 Beispiele bringen, aber ich glaube, dafür reicht der Abend nicht. Ein Beispiel. Es gibt in der Bibel, wird einmal erwähnt, die Stadt Tyrus. Und über die Stadt Tyrus gibt es ganz eine klare Prophezeiung in der Bibel, aus dem Buch Hesekiel. Ich habe es an die Tafel geworfen, wir müssen jetzt nicht alles lesen. Aber ungefähr gibt es diese Vorhersage, dass die Mauern von Tyrus zerstört werden. Das heißt, Tyrus wird fallen,
und später die ganz konkrete Vorhersage, und deine Steine und dein Holz und deinen Schutt werden sie mitten ins Wasser schütten. Ganz eine klare und präzise Vorhersage. Einige Zeit, nachdem dies geschrieben worden ist, hat Nebukadnezar der Zweite die Stadt Tyrus belagert, besiegt und zerstört. Erster Teil. Mauern von Tyrus zerstört. Das ist historisch auch belegt, gell? Dass Tyrus zerstört wurde. Aber dann haben wir noch das Problem mit dem zweiten da. Gell? Weil das ist, dann ist einige hundert Jahre nichts passiert. Und Tyrus war halt zerstört, die Mauern waren zerstört, aber irgendwie ist jetzt da steht, jetzt hat diese Prophezeiung nicht ganz recht gehabt. Weil da steht ja noch, und deine Steine und Holz wird ins Wasser geworfen. Einige Jahrhunderte später ist Folgendes passiert. Alexander der Große hat dieses Gebiet einnehmen begonnen und wollte auch Tyrus, und zwar das neue Tyrus, einnehmen. Das neue Tyrus, da war das alte Tyrus, wurde von Nebukadnezar II. Zerstört. Und einige Menschen vom alten Tyrus sahen auf diese Insel, die direkt vor Tyrus ist, übersiedelt und haben dort eine neue Stadt aufgebaut. Jetzt kommt Alexander der Große einige Jahrhunderte später, will dieses neue Tyrus zerstören, kommt aber nicht hin, weil da das Meer dazwischen ist. Und was macht er? Wieder historisch belegt. Es gibt wunderbare Schriften in der Historik. Alexander der Große hat den Auftrag gegeben, nehmt die ganzen Überreste vom alten Tyrus, baut einen Damm und geht über diesen Damm auf die Insel. Und jeder Stein der Stadt Tyrus wurde ins Wasser geworfen. Genau wie es Hesekiel vorhergesagt hat. Ist das nicht faszinierend? Und das war jetzt ein Beispiel. Und diese Beispielliste könnte man jetzt fortführen, eins nach dem anderen, und schauen, dass diese Dinge, die in der Bibel vorhergesagt werden, die sind erfüllt. Faszination Bibel, oder? Ich bin in meinen Vorbereitungen auf eine Grafik gestoßen, die ich halt nicht vorenthalten möchte. Das fasziniert mich absolut. Euch auch? Vielleicht erkläre ich es kurz. Was man da sieht, ist die Bibel. Okay, ich muss noch genauer erklären. Jeder dieser Striche da unten ist ein Kapitel aus der Bibel. Das heißt, wir beginnen da mit dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, zweites Buch Mose und so weiter. Ja? Wir haben da 50 Striche, dann ist das erste Buch fertig, zweiter Mose, dritter Mose und so weiter. Wir enden dann ganz drüben, da beginnen wir im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, und jeder dieser Striche ist ein Kapitel aus der Bibel. Ganz hinten enden wir mit der Offenbarung. Und jetzt ist natürlich, die Länge der Striche sagt aus, wie lange dieses Kapitel ist. Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der sieht sofort, ah, spannend, mittendrin ein langer Strich. Das ist Psalm 119. Ja, der hat fast 200 Verse, ist darum das längste Kapitel in der Bibel. Kurz davor, zwei Striche vorher, ist Psalm 117 mit nur zwei Versen, das kürzeste Kapitel in der Bibel. Faszinierend. Gell? Aber okay, mich fasziniert das halt, weil mir das taugt. Gell? Und man sieht einfach, okay, die Bibel hat viele Kapitel. Aber was machen jetzt diese ganzen Striche da oben? Diese Striche da oben verbindlichen Querverweise in der Bibel. Das heißt, diese Striche zeigen uns, wie die Bibel vernetzt ist. Wie die Bibel ineinander stimmig ist, weil sie sich gegenseitig zitiert, weil sie sich gegenseitig erfüllt, weil sie über gleiche Themen schreiben und so weiter. Das heißt, die Bibel ist absolut vernetzt. Jetzt machen wir uns einmal bewusst, was ich vorher gesagt habe. Die Bibel wurde von 40 Personen geschrieben. Die Bibel ist über 1500 Jahre geschrieben worden. Auf drei Kontinenten, in drei Sprachen. Und trotzdem gibt es einen roten Faden durch die Bibel. Ja, ist das möglich? Die Bibel hat 700 Jahre vorher schon gesagt, dass Jesus in Bethlehem geboren werden wird. Die Bibel hat 1000 Jahre vorher schon gesagt, dass der Messias am Kreuz sterben wird, 500 Jahre bevor das Kreuz überhaupt erfunden worden ist. Das hat es ja 1000 Jahre vorher noch gar nicht gegeben, das haben die Römer erst viel später erfunden. Das heißt, die Bibel ist in allen Dingen genial vernetzt, stimmig und wunderbar wie ein Regenbogen. Man sieht, das ist kein Zufall, sondern da steckt irgendwas dahinter. Es ist unmöglich, dass das Zufall wäre.
Faszination Bibel. Dieses Buch ist faszinierend. Einfach aufgrund von Tatsachen und Fakten, die man einfach so in den Raum schmeißen kann. Aber das ist nur die halbe Miete, weil ein Buch ist relativ schnell faszinierend, wenn man sich für Zahlen interessiert, man einfach gern zu Fakten hört. Aber jetzt kommt die zweite Komponente und ich glaube, das ist die entscheidende. Was wäre, wenn die Bibel in sich stimmt? Wenn die Bibel die Wahrheit ist? Ich möchte jetzt im nächsten Schritt 4 Punkte durchgehen. Ich möchte die mal kurz in den Raum schmeißen. Die erste Frage ist, hier gibt es eine Wahrheit? Das zweite ist, warum ist dieses Thema Auferstehung so wichtig? Als drittes, wenn wir reden, ist dieses Auferstehen, gibt es dafür eigentlich irgendwelche Argumente oder wie kommt man auf so eine Idee? Und das letzte ist, was ist, wenn das stimmt, was würde das für mich bedeuten? Diese Punkte werden wir uns jetzt genauer anschauen. Gibt es eine Wahrheit? Ich weiß, es ist nicht populär, jetzt über dieses Thema zu reden. Ist mir absolut bewusst. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir vor allem Toleranz brauchen. Wir brauchen Toleranz für jede Überzeugung, wir brauchen Toleranz für jeden Menschen, für alles. Und in einem gewissen Ausmaß ist es auch total wichtig und gut. Gell? Wir wollen Menschen nicht ausgrenzen oder einer mit Hass begegnen aufgrund von irgendwelchen Dingen. Und trotzdem möchte ich jetzt einstehen für den Gedanken, dass Wahrheit auch Wahrheit sein darf und muss. Und dass nicht alles wahr sein kann, was Menschen aber für wahr halten wollen. Und das ist manchmal hart zum Schlucken. Wir leben in einer Welt, wo man eher alles ein bisschen selbst definieren kann. Und wenn für dich das so passt, dann ist es für dich schön. Und wenn für dich das so passt, ist es für dich schön. Aber wir wollen alles akzeptieren. Ja? Ich verstehe das. Ich verstehe das total. Aber was passiert da? Eben, dass Wahrheit nicht mehr Wahrheit sein darf. Darum möchte ich beginnen, ein paar Fakten zum Thema Wahrheit in den Raum zu werfen. Und du denkst einfach darüber nach, sei ruhig kritisch, denk darüber nach, prüf das für dich selbst. Vielleicht findest du bei manchen Punkten, na, das sehe ich eigentlich nicht so, ist auch okay, aber denk darüber nach. Gell? Das ist mir eigentlich so das Wichtigste. Das Erste ist, Wahrheit wird entdeckt, nicht erfunden. Ja, ganz klar, zum Beispiel die Schwerkraft ist nicht erfunden, ist nicht dann erst gültig gewesen, wie sie halt Newton gemessen und festgestellt hat, sondern die hat es vorher schon gegeben. Das heißt, Wahrheit ist nicht von dem abhängig, wann wir Menschen was entdecken. Gell? Und um wieder auf unser Thema zu kommen, Auferstehung habe ich ja schon in den Raum geworfen, ob Jesus auferstanden ist oder nicht, das ist eigentlich egal. Wenn er auferstanden ist, ist es egal, ob die Menschen das belegen können oder nicht. Wenn er auferstanden ist, dann ist er auferstanden und wenn er nicht auferstanden ist, dann ist er nicht auferstanden. Egal, ob wir das entdecken oder nicht entdecken. Wahrheit ist kulturübergreifend. Wahrheit, 2 plus 2 ist 4, ist hier gültig, aber auch in Australien, in Südamerika und am Nordpol. Es gibt Wahrheiten, die sind unabhängig von Zeit und Ort. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist das wahr im Jahre 100 nach Christus und auch heute noch. Die Zeit verändert diese Wahrheit nicht. Die Wahrheit ändert sich nicht, auch wenn sich unsere Ansicht über die Wahrheit verändern kann. Ja? Zum Beispiel haben die Menschen einmal herausgefunden, dass die Erde eine Kugel und keine Scheibe ist. Ja, hat sich dadurch die Erde verändert? Na, die war immer schon eine Kugel. Aber die Ansicht über diese Wahrheit hat sie verändert. Und so bei unserem Thema heute. Wenn die Bibel wahr ist, dann ist deine Haltung dazu eigentlich egal. Wenn sie wahr ist, dann ist sie wahr. Und wenn sich deine Haltung dazu ändert und sagt, ja, ich glaube das jetzt auch, dann ist die Bibel immer nur wahr. Ja? Deine Haltung demgegenüber ist eigentlich nicht entscheidend. Überzeugungen können die Wahrheit nicht ändern. Jetzt kannst du nur so überzeugt sein, dass die Bibel nicht stimmt. Wenn sie wahr ist, ist sie wahr. Egal, welche Überzeugung du hast. Das ist eigentlich wieder wurscht. Wenn sie wahr ist, ist sie wahr. Wenn sie nicht wahr ist, umgekehrt. Dann ist auch egal, ob ich das will. Da kann ich nur so wollen, dass sie wahr ist. Dann ist sie nicht wahr. Gell?
Und die Wahrheit wird nicht von der Haltung der Person beeinflusst, die sie bezeugt. Jetzt kann sein, dass ich dir zum Beispiel heute am Abend wahnsinnig unsympathisch bin und trotzdem kann sein, dass das, was ich gerade sage, stimmt. Umgekehrt kann sein, dass der Mensch richtig unangenehm ist. Du magst ihn nicht, der ist ja unsympathisch, der nervt dich und es kann trotzdem sein, dass es stimmt, was der dir immer schon sagt. Gell? Die Person, die das sagt, ist nicht dafür entscheidend, ob es stimmt oder nicht stimmt. Zusammengefasst, und das ist jetzt eine harte Aussage, wenn es eine Wahrheit gibt, ist alles, was der Wahrheit widerspricht, falsch. Und es ist so. Wenn die Erde eine Kugel ist, dann kannst du nur so oft sagen, die Erde ist aber eine Scheibe. Sie ist keine Scheibe und sie wird dadurch auch keine Scheibe. Sie bleibt eine Kugel. Okay? Und so ist es bei allen Dingen. Wenn die christliche Botschaft die Wahrheit ist, dann ist alles, was der christlichen Botschaft widerspricht, falsch. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann ist alles, was der Auferstehung widerspricht, falsch. Da kann nicht, einfach per Mathematik, nicht beides stimmen. Gell? Jetzt könnte sagen, ja, für die ist die Bibel wahr, aber für mich nicht. Das ist deine subjektive Wahrnehmung, aber die Tatsache ist, entweder ist sie wahr oder sie ist nicht wahr. Gell? Irgendwie interessant, über das einmal nachzudenken. Gell? Dass eigentlich ziemlich, in vielen Dingen ziemlich wurscht ist, was ich eigentlich davon halte oder möchte, was ich will, wie ich geprägt bin. Was, meine Überzeugungen sind gar nicht entscheidend für die Wahrheit. Wir kommen zum nächsten Punkt. Warum ist es überhaupt wichtig? Wir reden jetzt von dem Thema Auferstehung. Das picke ich nämlich außer aus der Bibel, weil es ganz ein entscheidendes Thema ist. Und ich sage euch jetzt, warum. Ich zitiere da einfach aus der Bibel, aus dem 1. Korintherbrief. Da lesen wir. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Okay, der Fall ist, die einen sagen, Jesus ist auferstanden und andere sagen, es gibt keine Auferstehung. Das ist die Situation im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Dann geht es weiter. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Logisch. Gell? Ganz ein klarer logischer Gedankengang. Und jetzt kommt der dritte Punkt, der sehr entscheidende. Wenn aber der Christus nicht auferweckt ist, so ist also unsere Predigt vergeblich, vergeblich aber euer Glaube. Weißt du, was da passiert? Die Bibel ist in diesem Moment, wo wir das lesen, wahnsinnig selbstkritisch. Die Bibel sagt, die christliche Botschaft steht und fällt damit, ob Jesus auferstanden ist. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist vergeblich meine Predigt, vergeblich auch euer Glaube. Wenn Jesus nicht lebt, dann ist ein christlicher Lebensstil schön und gut, aber er ist eigentlich völlig umsonst. Die christliche Botschaft steht und fällt mit der Tatsache, lebt Jesus ja oder nein? Und darum ist es gerade so wichtig, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Und darum möchte ich dich jetzt auch herausfordern, denk mal über das nach. Warum ist die Auferstehung so wichtig für die christliche Lehre? Und vielleicht hast du da noch ein Fragezeichen darüber. Und darum möchte ich es dir jetzt kurz erklären. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz einfach so die allgemeine Hauptaussage der Bibel erklären. Vielleicht überlegst du mal kurz für dich, ja, überlege mal für dich kurz, wenn du auf der Straße gefragt wirst, du, was ist eigentlich so die Aussage der Bibel, was würdest du sagen? Überlege mal kurz, was kommt dir so in den Kopf? Ich möchte versuchen, die Hauptaussage der Bibel darzulegen. Die Aussage der Bibel ist, denke ich, dass es Gott gibt und dass Gott sie entschieden hat, er möchte Menschen machen. Menschen machen, um mit dem Mensch, ups, das haben wir jetzt schnell gewesen, um mit diesem Menschen Gemeinschaft zu haben. Und sehr schnell schon in der Menschheitsgeschichte hat sich der Mensch entschieden, ich möchte es aber nicht. Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben und hat gesagt, Mensch, du kannst dich selbst entscheiden. Ja? Ich zwinge keinen, ich mache keine Roboter, die alles machen, was ich will, sondern ich mache Menschen, die einen eigenen Willen haben, die einen Verstand kriegen, die selbst entscheiden dürfen, was möchte ich. Und der Mensch hat sich sehr schnell dazu entschieden, ich gehe meine eigenen Wege. Die Bibel nennt es Sünde. Ich trenne mich von Gott. Eigentlich die Hauptsünde, ich brauche Gott nicht. Das ist das, was der Mensch
ziemlich schnell entschieden hat, wenn wir in dem Wort Gottes lesen. Dieses Ich brauche Gott nicht ist eigentlich wie eine Kluft zwischen Gott und Mensch. Ja? Gott hat eigentlich alles wunderbar ermöglicht, der Mensch sagt, will ich aber nicht. Und diese Kluft füllt sich mit vielen Dingen, die uns trennen von Gott. Hass, Streit, Hochmut, Lüge, Egoismus, Sturheit, ich gehe meine Wege, ich will gar nicht wissen, Gott, was du sagst, ich tue das, was ich will. Das ist eine Trennung von Gott. Wir sehen aber auch in der Bibel schon ganz bald, dass die Menschen versucht haben, Brücken zu bauen. Ja? Die Menschen haben versucht, irgendwie aus eigener Kraft umzukommen zu Gott. Super Beispiel, gute Werke. Ja, ich muss doch nur ein gescheiter Mensch sein, ich muss ein vernünftiges Leben leben, ja, dann werde mich der Herrgott schon nimmer. Gell? Die Frage ist nur, wie viele gute Werke brauche ich denn? Wann ist die Brücke weit genug? Die Menschen haben viele Dinge versucht, durch Selbstdisziplin, durch ein besonders tolles Leben, durch soziales Engagement, irgendwie ein vernünftiges Leben zu leben. Im Grunde kann man das da nennen Religion. Menschen haben versucht, von eigener Kraft aus zu Gott zu kommen. Die Bibel sagt uns, dass diese Versuche gescheitert sind, dass diese Versuche auch nicht möglich sind. Denn die Bibel zeigt uns ganz eine andere Brücke. Die Brücke, Gottes Plan war nie, dass die Brücke von unserer Seite aus gemacht wird. Gottes Plan war ganz ein anderer, die Brücke von drüben zu schlagen. Gott hat gesagt, ich bin der, der diese Kluft überwindet in der Person Jesus Christus. Jesus ist Mensch geworden. Gott ist Mensch geworden. Gott hat ein perfektes Leben gelebt. Und Gott selber, Jesus, hat gesagt, und jetzt nehme ich diesen ganzen Mist, diesen ganzen Dreck, diese ganze Trennung, die nehme ich jetzt auf mich und ich bezahle dafür. Und das ist in der Bibel ganz klar das Kreuz. Jesus, der Unschuldige, stirbt für die Schuldigen. Jesus stirbt am Kreuz, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Das ist die Kernaussage der Bibel. Ja? Und der Mensch muss eigentlich nur sagen, ja, ich will. Ich will dir glauben. Jesus, ich will diese Vergebung annehmen. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte mit dir leben. Das ist alles, was Gott möchte. Gott braucht keine guten Werke. Gott braucht keine besonders tollen Menschen. Gott braucht kein Geld. Gott möchte ein Herz, er möchte Menschen, die sagen, ich liebe dich, ich möchte mit dir leben, leben. Das ist die Kernbotschaft der Bibel. Und jetzt überlegen wir mal, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Dann hat dieses Kreuz nicht funktioniert. Weil wie soll ein Schuldiger, wenn Jesus nicht lebt, dann hat er für seine eigenen Fehler sterben müssen. Ja? Dann kann er nicht für unsere Schuld bezahlt haben. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann funktioniert die christliche Botschaft nicht. Und darum schreibt eben Paulus im 1. Korinther Kapitel 15 diese ganz beinharten Dinge. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube vergeblich. Dann funktioniert Christentum nicht. Ja? Das gibt's nicht. Und das ist voll herausfordernd. Und darum schauen wir uns jetzt das Thema Auferstehung genau an. Und da gibt es faszinierende Dinge zum Sagen. Ich möchte ein paar Punkte bringen, die wirklich genial sind, rund um das Thema Auferstehung. Erstens, ein leeres Grab. Nachdem Jesus begraben war, in dieser Gruft war, ja, und auf einmal ein paar Tage später Männer daherkämen und sagen, Jesus ist nicht mehr unter den Toten, er ist auferstanden, dann sind diese Männer, stellt euch vor, nicht in die weite Welt gelaufen. Die sind nicht nach Rom oder nach Athen gelaufen. Sie sind direkt nach Jerusalem gegangen. Sie sind nach Jerusalem gegangen und haben dort gesagt, Jesus ist auferstanden. Okay, wenn du in Jerusalem bist und Jesus in Jerusalem beerdigt worden ist, ja, was, und jetzt kommen Menschen und sagen, er ist aber nicht mehr im Grab, was war das Erste, was du machen würdest? Hingehen. Hingehen zum Grab und nachschauen, ist er da oder ist er nicht da. Diese Jünger von Jesus, da heißt es, sie standen zur gleichen Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück. Direkt eine nach Jerusalem. Und da hätte ja jeder Römer, jeder Pharisäer sagen können, ja, da schauen wir noch, ob er noch da ist oder nicht. Ganz im Gegenteil.
ganz schnell hat sich das Gerücht verbreiten angefangen. Diese Jünger, die haben diesen Leichnam gestohlen. Ja, die haben den rausgetan vom Grab, damit sie jetzt sagen können, er ist auferstanden. Warum war dieses Gerücht eigentlich notwendig? Weil das Grab leer war. Wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, wäre dieses Gerücht ja nicht notwendig gewesen. Weil dann hätte man sagen können, schaut einmal, da ist er ja, das stimmt nicht. Das Grab muss leer gewesen sein, sonst hätten ja diese Männer das schon längst durchschaut. Es gibt jüdische und römische Historiker, da gibt es den Ignatius, den Clemens von Rom, den Tacitus, den Josephus, die bezeugen, dass die Auferstehung wahr sein muss, obwohl sie gar nicht in ihrem Sinne war. Warum wollten die Römer nicht, dass das stimmt? Ja, das hätte geheißen, dass sie das Grab nicht gut bewacht hätten. Warum wollten die Pharisäer, die Hohepriester nicht, dass das stimmt? Naja, dann wäre ja diese Botschaft von Jesus doch wahr gewesen und das war das Letzte, was sie wollten, dass das stimmt. Und trotzdem gibt es Historiker aus beiden Lagern, die bezeugen, das Grab war leer. Es gibt eigentlich kein Anzeichen, dass das Grab nicht leer war. Da gibt es den Paul Meyer, einen amerikanischen Historiker, der schreibt, der hat zu diesem Thema Antike promoviert, der hat geschrieben, wenn man alle Zeugnisse sorgfältig und fair abwägt, ist es nach den Gesetzen der historischen Forschung tatsächlich gerechtfertigt zu schließen, dass das Grab, in dem Jesus bestattet war, am Morgen des ersten Ostertages wirklich leer war. Nicht die Spur eines Beweises ist bisher in den literarischen Quellen, Inschriften oder archäologischen Funden bestätigt worden, die diese Feststellung widerlegen würden. Zweitens, der Stein. Wir lesen in der Bibel Folgendes. Nachdem Jesus begraben worden ist. Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgte, versammelten sich die Hohepriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. An das haben sie sich jetzt erinnert. Der hat ja gesagt, er will wieder auferstehen nach 3 Tagen. So befiehl nun, dass das Grab gesichert wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Das heißt, die Angst war schon im Raum, dass dieses Gerücht sich bestätigen könnte. Und sie haben gesagt, wir wollen eine gescheite Sicherheit, dass dieses Grab wirklich versiegelt und verschlossen ist. Und genau das ist passiert. So gut ihr könnt, ist es versiegelt worden, und zwar wie? Mit dem römischen Siegel. Das römische Siegel ist das am höchst bewachteste Siegel gewesen, das es zu dieser Zeit gegeben hat. Ja, die römischen Wachen haben alles dafür gegeben, dass dieses Siegel nicht gebrochen wird. Warum? Wenn dieses Siegel gebrochen worden wäre, wären alle diese Wachen mit dem Tode bestraft worden. Ja, das war absolut klar, das ist unser Job, dass dieses Siegel nicht aufgebrochen wird. Die ersten Besucher am Grab, Maria Magdalena, Maria und Johanna, haben bemerkt, dass der Stein nicht ganz richtig liegt. Angenommen, sie hätten sich vorbeigeschlichen an den schlafenden Wachen. Schlafende Wachen? Und sie hätten einen 1 bis 2 Tonnen schweren Stein bewegt neben den schlafenden Wachen und hätten den Leichnam von Jesus daraus gestohlen. Also diese Wachen hätten taub sein müssen und in dem tiefsten Schlaf ihres Lebens sein müssen, wenn sie das nicht bemerkt hätten. Es ist unmöglich, dass man ein römisch bewachtes Grab unbemerkt öffnet und einen Leichnam rausstiehlt. Überhaupt zu diesen römischen Wachen. Die haben natürlich dann Panik gekriegt. Gell? Jesus war nicht mehr da, das war ihr Job. Was machen sie? Da heißt es, während sie aber hingingen, siehe,
da kamen einige von den Wachen in die Stadt und verkündeten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Jetzt haben sie nicht beichten müssen. Da ist nicht mehr drin in dem Grab. Ja? Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld, haben sie es gleich mal bestochen, und sagten, sprecht. Seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommt, wir kümmern uns darum. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren, und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Ein römischer Soldat hätte niemals seinen Wachposten verlassen, weil das mit dem Tode bestraft worden wäre. Die schlimmste Todesstrafe, kopfüber gekreuzigt zu werden. Warum haben diese Wachen das Grab verlassen? Weil Jesus nicht mehr da war. Weil sie gewusst haben, da passt irgendwas jetzt nicht mehr. Warum haben diese Hohepriester und Pharisäer, die dann bestechen, angefangen? Weil sie auf einmal gemerkt haben, irgendwas geht dann aber mit rechten Dingen zu. Irgendwas stimmt dann nicht mehr. Allen Beteiligten wurde klar, dass das nicht mit menschlichen Dingen zugeht, was da gerade passiert. Die Erscheinung von Jesus ist in vielerlei Hinsicht bestätigt. Wir lesen zum Beispiel von vielen Augenzeugen. Einmal schreibt Paulus von 500 Menschen, die ihm gleichzeitig begegnet sind. Zu dieser Zeit, wo Paulus das geschrieben hat, haben von diesen 500 noch wahnsinnig viel gelebt. Das heißt, man hat einfach nachfragen können, hast du Jesus wirklich gesehen? Ja, habe ich. Dann haben sie den nächsten, hast du Jesus gesehen? Ja, habe ich. Das heißt, du kannst nicht einfach was schreiben von 500 Menschen. Du kannst natürlich ein paar tausend Jahre später schreiben, dann kann es keiner überprüfen. Aber er schreibt es zu einer Zeit, wo die ja fast alle noch gelebt haben. Das heißt, es war ja zu dieser Zeit absolut überprüfbar. Und es hat ganz verschiedene Augenzeugen gegeben. Es hat zum Beispiel die Maria Magdalena am frühen Morgen alleine gegeben. Es hat einmal Wanderer nach Emmaus am Nachmittag gegeben. Es sind die Apostel in einer Gruppe am Abend dem Herrn Jesus erschienen. Und wir lesen auch ganz unterschiedliche Reaktionen. Ja, die Maria war überwältigt, die Jünger waren erschrocken, der Thomas war ungläubig. Es gibt nicht diese eine Variante. Ja, die Jünger haben sich nicht getroffen und gesagt, okay, jetzt überlegen wir uns irgendeine Geschichte und wenn uns wer fragt, dann erzählen wir die. Ja? Es war so, wir haben ihn dort gesehen und er hat gestrahlt und er war so schön. Und das gibt es nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Begegnungen, ganz unterschiedliche Erzählungen von dem, wie Menschen Jesus begegnet sind. Jesus ist aber nicht nur Menschen erschienen, die Nachfolger von ihm waren. Jesus ist auch Menschen erschienen, die nicht gläubig waren an ihm. Zum Beispiel dem Saulus von Tarsus ist er erschienen. Nach der Begegnung ist Saulus zu einem der wichtigsten Nachfolger überhaupt geworden, der die Botschaft von Jesus verbreiten und gemacht hat. Paulus. Jesus ist erschienen Jakobus, seinem leiblichen Bruder. Und wir lesen in der Bibel, dass seine Brüder nicht an ihn glaubten. Das kann sein, dass Jakobus vorher noch gar kein Nachfolger von Jesus war, aber nach der Begegnung mit dem Auferstandenen lesen wir von Jakobus, der ihm voller Freude und Eifer nachgefolgt ist. Wir lesen, dass viele Jerusalemer Priester gläubige Nachfolger von Jesus worden sind. Die vorher wollten, dass er am Kreuz stirbt. Und ein Punkt, der mir wahnsinnig gut gefällt, sind die Frauen am Grab. Das finde ich so cool, weil die Bibel ist zwar vor langer Zeit geschrieben worden, aber Jesus war seiner Zeit weit voraus, wie er mit Frauen umgegangen ist. Und das finde ich so schön. Denn wisst ihr was? Die ersten Zeuginnen, dass Jesus auferstanden ist, waren Frauen. Zu dieser Zeit hat die Zeugenaussage von einer Frau nicht gegolten. Eine Frau durfte vor Gericht gar nicht aussagen. Das Zeugnis einer Frau war einfach nichts wert. Und dann macht Gott das so, dass die ersten, die das bemerken, Frauen sind. Das passt nicht zu dieser Zeit. Und wenn Menschen sich das überlegt hätten, ja, sagen wir, wenn die Jünger sich zusammengesetzt und jetzt überlegen wir uns eine Theorie, ja, dann waren die nie auf die Idee gekommen, dass Frauen die Ersten sind, die das herumerzählen anfangen. Nie im Leben. Gell? Ganz im Gegenteil hätten sie vielleicht gesagt, wir mutig haben die Römer besiegt und haben dann unseren Heiland aus dem Grab geholt und dann haben wir die armen Frauen noch ein bisschen getröstet daneben.
Ganz im Gegenteil, ja, die Frauen waren die Ersten am Grab. Und das findet man oft in der Bibel, dass Jesus ganz einen besonderen Umgang mit Frauen gehabt hat und ihnen wahnsinnig viel Wert zugesprochen hat. Es hat in der Zeit viele Historiker gegeben, die dieses Thema überprüft haben. Und vor allem auch ganz viele Historiker, die das widerlegen wollten. Du kannst mehrere Bücher lesen von Menschen, die sie wahnsinnig viel Zeit eininvestiert haben, um die Auferstehung zu überprüfen. Und wisst ihr was? Ganz viele davon sind durch die Forschungen Christen geworden, weil sie überführt worden sind, wie wahnsinnig schön und klar es belegt ist, dass Jesus auferstanden sein muss. Was, wenn es stimmt? Sagen wir, Jesus ist auferstanden. Sagen wir, Jesus lebt. Sagen wir, die Bibel und die Botschaft ist wahr. Was hätte das für Auswirkungen für mich und für mein Leben? Wir haben ja schon gelesen, wenn aber der Christus nicht aus den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Sagen wir, Jesus ist auferstanden. Wenn aber der Christus aus den Toten auferweckt wurde, seid ihr von eurer Schuld frei. Wenn Jesus auferstanden ist, dann funktioniert das Kreuz. Dann funktioniert das, dass Gott Mensch geworden ist, ein perfektes Leben lebt, dass Gott sagt, die Menschen schaffen das nicht. Es ist unmöglich, aber ich schaff's. Und er schlägt die Brücke von seiner göttlichen Seite aus. Dann stimmt das. Was heißt das für dich? Wenn das stimmt, dann ist Jesus der Weg zu Gott. Wenn das stimmt, dann ist Jesus die Brücke. Und dann kannst du heute nur aufhören, dich zu bemühen, ein guter Mensch zu sein. Dann kannst du heute schon aufhören, meinen, du musst ein frommes Leben führen. Dann kannst du heute schon anfangen und sagen, Jesus, wenn das echt stimmt mit dir, dann möchte ich dir jetzt glauben. Was müssen wir tun? An Jesus glauben? Zugeben, dass wir mit diesem Dreck überfordert sind? Dass wir mit unserer Sünde und Schuld überfordert sind? Uns entschuldigen und sagen, es tut mir wahnsinnig leid, Gott, dass ich so viel Mist angestellt habe. Ich möchte bitte deine Vergebung in Anspruch nehmen. Das ist die Botschaft der Bibel. Und wenn Jesus auferstanden ist, dann stimmt das. Jesus selbst sagt über sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist das Leben. Wer möchte denn bitte nicht das Leben? Ich freue mich voll, dass du heute da bist und wie ich am Anfang gesagt habe, ich wünsche mir so sehr, dass das irgendwie was bewegen darf in dir. Ja, das Ziel ist nicht, dass man irgendeine Zugehörigkeit in irgendeiner Gemeinde oder sonst was. Mein Ziel ist, dass du heute in deinem Herzen was bewegen lässt und dass du sagst, okay, ich möchte in meinem Leben zumindest einmal Energie aufwenden und dem eine Chance geben. Wie stellen wir das vor? Ich habe einen Vorschlag, ich habe ein Beispiel. Ja? Wir haben ein paar so Bücher zum Beispiel besorgt, da ist einfach das Markus-Evangelium drinnen. Ich werfe es mir rauf, das Markus-Evangelium. Markus gefällt mir besonders gut. Und du kannst eine ganz andere, es ist eigentlich total wurscht, du kannst das Heftel oder irgendeine andere Bibel nimmst, ist ganz egal, aber ich habe ja ein paar von denen besorgt. Gell? Die kannst du gratis beim Eingang mitnehmen, einfach das Markus-Evangelium und ein paar so Stifte, so ein Schachtel mit Stiften drinnen. Auf die Stifte hinten drauf haben meine Frau und ich ein paar Sachen geschrieben. Zum Beispiel grün, Gottes Versprechen, gelb, Gottes Eigenschaften, blau, Gottes Aufforderung, rot, das will ich mir merken. Schwarz, meine Fragen und dunkelgrün, Namen und Orte. Und jetzt war mein Vorschlag folgender, dass du für dich sagst, okay, jetzt habe ich da einiges gehört über Gott und die Bibel, ja, ist echt faszinierend und der glaubt echt, dass das stimmt. Du kannst einmal in deinem Leben jetzt sagen, okay, ich würde ihm eine Chance geben. Du nimmst also eine Bibel in die Hand, nimmst dir diese Stifte und fängst an, diese Bibel zu lesen.
Diese Stifte können einfach damit helfen, dass du dir Themen anstreichst, markierst, dazu schreibst. Schreib da Fragen auf, schreib da Fragezeichen dazu, wenn du was nicht verstehst. Markier da Dinge, wo du denkst, boah, das ist mir noch nie bewusst, wie das in der Bibel steht, habe ich gar nicht gewusst. Schreib dazu, lern die Bibel zu lesen und fang vor allem eins an, versuch mit Gott über das zu reden. Ja? Du brauchst keine frommen Gedichte aufsagen, du brauchst keine vorgefertigten Gebete, du musst einfach mit Gott reden. Ja? Du liest das und dann denkst du, oh, das verstehe ich nicht. Und dann sagst du, Gott, das verstehe ich überhaupt nicht, sag mir, was das bedeuten soll. Und lies weiter. Und hör nicht auf. Und lies und bet und lies und bet. Und gib Gott einfach eine Chance, dass er zu dir redet. Wenn das stimmt, dann weiß ich, dass Gott zu dir reden kann. Ja? Ich weiß, dass Gott zu Menschen spricht. Ich weiß, dass Gott einen Suchenden finden lässt. Das heißt, ein Mensch, der sucht, der wird finden. Das verspricht Gott. Und das möchte ich dir heute einfach anbieten. Das sagst, ich lese in der Bibel. Das ist ein Heftel, das habe ich drum ausgewählt, weil das schon extra auf das ausgelegt ist. Da seht ihr die erste Seite. Da sind nämlich schon Dinge dazu geschrieben. Zum Beispiel, denk über das genauer nach oder eine kurze Erklärung dazu, Information. Dann hilft euch das einfach, die Bibel in manchen Dingen besser zu verstehen. Ja? Drum habe ich das ausgewählt. Liegt beim Eingang, kostet nichts. Die Stifte kannst du mitnehmen, die schenke ich dir heute. Nimm das mit, probier das aus und gib Gott eine Chance, dass er zu dir redet. Und wenn Gott lebt, wenn Jesus auferstanden ist, dann wird Gott durch sein Wort zu dir reden. Das garantiere ich dir. Und wenn Gott nicht zu dir redet, dann hör nicht auf, lies weiter. Gott wird reden. Eigentlich möchte ich dir das jetzt versprechen. Wenn du ein suchender Mensch bist, dann wird Gott zu dir reden. Ich freue mich voll, dass ich diese Chance heute gekriegt habe, zu so vielen Menschen zu reden. Das ist mir echt ein Herzensanliegen. Und ich bin gespannt, wer von euch sich ansprechen lässt von Gott und wer bereit ist, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Es ist herausfordernd, du musst auch ein bisschen mutig sein, aber es ist lebensverändernd. Vielen Dank fürs Zuhören. Jesus, dir die Schuld vergeben und genau.
Ja, danke noch einmal an die Singgruppe Heiter bis Wolkig. Wir haben eine faszinierende Reise hinter uns und eine gewaltige Zukunft vor uns. Wir haben in verborgene Welten oder Wahrheiten geblickt. Gott liebt jeden Einzelnen und möchte mit jedem Einzelnen von uns eine Beziehung haben, eine eigenartige Beziehung ist mit jedem möglich. Irgendwie bekommt man da ein Gefühl, so wie Sonnenaufgang oder Regenbogen. Es ist sehr bereichernd, wenn Sie als Erwachsene sich getrauen, die Bibel mit Ihren jetzigen Erfahrungen einmal zu lesen. Zum Beispiel das Markus-Evangelium. Dass man merkt, was wirklich drinnen steht. Das Gelesene zu prüfen, dass man das jetzt kann als Erwachsener. Mit anderen drüber reden, diskutieren, neue Impulse, Ideen bekommen, neue Perspektiven erkennen. Und diese Möglichkeit wird Ihnen auch angeboten. Wir könnten jetzt vielleicht die Bibellese-Runden-Möglichkeiten einblenden. Es gibt die Möglichkeit, in verschiedenen Gruppen in Radstadt, Bischofshofen, St. Johann gemeinsam in der Bibel zu lesen. Sie haben es auf Ihren Sitzen auch gefunden. Das sind diese weißen Zettel mit den Informationen drauf. Da stehen dann auch telefonische Kontaktdaten. Die können Sie jetzt vom Sitzplatz mitnehmen, beziehungsweise draußen beim Tisch kann man sie auch noch finden. Informationen, diese Informationen wie auch die beiden Vorträge können Sie und sollten Sie aufgrund der Fülle der Informationen noch einmal anschauen, anhören. Unter www.christenleben.at ist es jederzeit möglich. Im Eingangsbereich sind Sie schon am Büchertisch vorbeigekommen. Dort finden Sie auch noch einmal schriftliche Antworten von Professor Dr. Schimmel auf die Frage, wie Naturwissenschaften und Glauben, wie man das unter einen Hut bringen kann. Markus steht dann im Anschluss sicher noch zur Verfügung, dass ihm persönlich auch noch Fragen gestellt werden können. Ja, vielen Dank für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Schöne Grüße auch an unsere Livestreamer und Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Danke sehr.